Hallo und hello aus der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld. Wir möchten euch heute zwei einfache Bastelideen für Faschingsdeko zeigen. Und zwar ist das einmal diese Wimpelgirlande hier und auch diese Girlande hier aus Papierstreifen, aus bunten Papierstreifen und aus alten Buchseiten. Und wie das funktioniert, das zeigt euch jetzt meine Kollegin Manuela. Hallo, ich möchte mit euch jetzt eine Papierkette basteln und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Wir brauchen dazu Streifen, ganz viele Papierstreifen. Ich habe mal Bibliothek, alte Bücher. Ich habe mir mal ein paar genommen und habe daraus diese Streifen geschnitten. Ihr könnt die Dicke dieser Streifen selbst bestimmen. Manche möchten gerne etwas breitere, manche auch so ganz schmale. Das könnt ihr alles selbst bestimmen. Also eine ganze Menge von denen. Vielleicht können euch Mutti oder Vati dabei helfen mit dem Zuschneiden. Und dann ist noch ganz wichtig, ganz, ganz buntes Papier. Seht ihr, ich habe auch die verschiedensten Farben zurechtgeschnitten. Je mehr Streifen ihr habt, umso dekorativer wird dann auch eure Papierkette werden. So sieht die dann aus, wenn sie fertig ist. Ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach einen Streifen, ein bisschen Leim brauchen wir dazu. Einfach ein bisschen hier drauf schmieren, einfach ein bisschen Leim verwenden und dann wird das zusammengeklebt und schon haben wir unser erstes Teil. Ich habe das jetzt so im Wechsel gemacht, das seht ihr auch schon an meiner fertigen Kette. Ihr schiebt das am besten schon durch, wird wieder etwas Leim aufgetragen und zusammengeklebt. Und so wiederholt sich das und wiederholt sich das und wiederholt sich das so lange, bis ihr denkt, ach, jetzt ist meine Kette fertig und sie sieht super toll aus. So, und jetzt möchte euch meine Kollegin Katrin zeigen, wie man eine Wimpelkette bastelt. Viel Spaß auch dabei. Für die Wimpelgirlande brauchen wir farbiges Tonpapier, das kann ein bisschen stärker sein, Schere, einen Bleistift, einen Locher und alte Bücher oder was man zum Beispiel auch nehmen kann, ist eine alte Landkarte oder alte Zeitungen, alte Magazine, was auch immer man da hat. Wichtig ist, dass es alt ist, ne? Nichts Neues nehmen, das wäre nicht so schön. So, dann brauchen wir eine Schablone. Ich habe mir dafür was aus dem Internet ausgedruckt, da gibt es verschiedene Formen und habe das hier auf etwas stärkeres Papier übertragen. Und was wir jetzt machen, ist diese Schablone aufs Papier legen. Und mit dem Bleistift die Umrisse nachziehen. So. Und das Ganze wird dann ausgeschnitten. Von dieser Form brauchen wir jetzt ganz, ganz viele. Ich habe jetzt hier verschiedene Farben schon mal ausgeschnitten und das eben auch auf die Buchseiten übertragen. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen den Locher, gucken, dass das hier auf beiden Seiten ein bisschen übersteht, dass wir das richtig machen. Und lochen hier mal so zwei Löcher rein. Zum Schluss brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geschenkband oder auch Wolle oder auch irgendeine andere Schnur. Und jetzt nehme ich eins von diesen Förmchen, von diesen einzelnen Wimpeln und fädel das Geschenkband oder die Wolle oder was auch immer ihr dafür nehmen möchtet, einmal hier durch. Dann nehme ich mir eine von diesen Buchseiten Wimpeln und fädel das hier auch einmal durch. Könnt auch nur Buchseiten nehmen oder nur farbiges Papier. Das kann man jetzt machen, wie man möchte. Oder man kann auch noch Perlen oder Federn oder alles Mögliche dazwischen setzen, sodass es dann einfach eine schöne, bunte Girlande ergibt. Und die könnt ihr dann so lang machen, wie ihr wollt, damit ihr euer ganzes Kinderzimmer oder Schulklassenzimmer oder wie auch immer damit dekorieren könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und habt alle eine tolle Faschingszeit. Hello!